Hallo, willkommen zurück zu Mad Max. Weiter geht die wilde Jagd. Oder, ja, wilde Jagd. Wie komme ich denn wieder zurück? Kann ich hier runterspringen? Kann ich. Hier waren wir nämlich fertig. Das heißt also, wir können wieder hier weg, weil fertig. Ab nach oben. Hatten wir ja 100% das Ding fertig gemacht. Und somit können wir hingehen und den ganzen Kram hier wieder verlassen. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir hin und fahren zum Griffer. Um mal zu gucken, wie viele Punkte ich habe. Das weiß ich jetzt nämlich gar nicht. Aber die kann man ja mal auflösen. Oder einlösen. So, wo muss ich hin? Da. Eiern wir da mal hin. Auf geht's. Weg da. Der ganze Kram, wenn man im Weg stehen muss. Er speichert und dann hakt's mal etwas. Ist aber jetzt nicht tragisch eigentlich. Also, kann ich mir leben. Ist zwar blöd. Sollten sie eigentlich schon behoben haben, wie ich da mal im Update gelesen habe, aber scheint wohl doch nicht so wirklich zu sein. Ich muss sagen, die Karre geht schon ganz gut ab. Mit dem kleinen Update. Das Problem ist nur, wenn man die Panzerung erhöht, wird die Karre schwerer. Und dadurch ist sie natürlich auch langsamer. Also von der Geschwindigkeit her. So, da hat ein Lager wieder Schrott hinzugefügt. Komme ich hier dahin? Muss ich hier rum? Wäre möglich. Komm hier, renn mal. Ja, hier bin ich richtig. Wollen wir mal sehen, wie viele Punkte wir haben, die wir aufteilen können. Müssen ja ein paar sein. Shies from knowing. You seem not to mind learning. Come. Vier? Wieso nur vier? Ich habe doch schon mehr gekriegt gehabt. Das ist ja doof. Hier, mehr Nahrung. Legendenrang. Plündern mehr Schrott und so. Waffen mehr Schaden. Länger im Wutmodus. Auch ganz gut. Und hier mehr Munition. Ist auch ganz gut. Bestätigen. Ich dachte eigentlich, ich hätte mehr Punkte gehabt. Aber ich habe wohl irgendwie falsch gelesen. Naja, macht ja nichts. Den werden wir wohl noch ein paar Mal aufsuchen müssen. Bis wir da alles soweit voll haben. So, wo ist mein Auto? Da. Ah ja. Ja, schon wieder mal rumspinnen. Wo wollte ich ihn jetzt hin?
wollte doch irgendwas. Genau, ich wollte hier noch dieses Hoheitsgebiet von Pink Eye ein bisschen auflösen. Da haben wir noch einen Ausguck. Ich würde sagen, wir fahren erstmal zu diesem Ausguck hier hin. Was sagt da rechts rum? Mein Navi sagt rechts rum, also fahren wir rechts rum. Und die Spackos wieder. Einmal. Komm, lad nach, das Ding. Oh. Oh, voll vor dem Stein gesprungen. Tschüss. So, hätten wir das auch. Ein Grifferpunkt dabei. Ich fahre jetzt bestimmt nicht für einen so einen Punkt dahin. Also, hallo. Das lohnt sich ja wohl nicht. Auf zum nächsten Ballon, da ist er glaube ich da hinten. Muss ich jetzt einen Umweg fahren, dahin zu kommen? Oh, Sniper. Sniper! Weg mit dir. Ja, die fahren weiter. Sollten sie auch besser tun. Repairs now. Sure, will do. Sit tight. Ja, du reparier den Scheiß mal. Ich muss die Tür aufsprengen. Gibt's denn hier keinen Kanister? Machen wir das mit so einem Teil. So, hier. Zielen, werfen. Türe los. Nehmt den Schrott mit. Ein historisches Relikt. Was haben wir hier? Schön. Wieder gelesen. Gut. Ja, toll. Hier ist natürlich so ein Kanister drin. Den brauche ich jetzt aber nicht. So, hier, ab nach oben. Wo ist das Ding? Hä? Ja, ist doch hier der Schalter, oder nicht? Generator neu befüllen. Ja, dann muss ich wohl den Kanister von unten doch holen. Dann Sound, ey. Hier, nimmst du den Kanister mit? Kletter da mal rauf und füll das Ding mal. Tanken.
So. Dann kommt er nach unten, dann können wir da hoch. Zup. Einsteigen. Und ab nach oben. Gibt es bestimmt noch einiges zu entdecken hier, weil ich noch nicht gesehen habe. Parch Moon. Schön. So, da ist Gatjash Festung. Da ist eine Vogelscheuche. Da ist noch eine Vogelscheuche. Da ist noch eine Vogelscheuche. Da ist noch ein Transferlager. Da ist auch noch eine Vogelscheuche. Da hinten ist eine Todesfahrt. Haben wir dann alles? Da ist noch ein Punkt. Bestimmt auch noch eine Vogelscheuche. Sag ich doch. So, da müssen noch 6 Vogelscheuchen sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ein Lager. Das Ding da. Sehr schön. Dann können wir ja wieder runter. So, dann würde ich sagen, reißen wir noch ein paar Vogelscheuchen weg. Die erste hätten wir dann hier. So, ich muss geradeaus. Wäre ich doch schon wieder fast falsch gefahren. Da ist eine Sprungschanze. So, da ist ein Vogelscheuchen-Dingens. Muss ich aber da rumfahren. Das hat man ja so blöd angezeigt. Wenn er eine Straße hinführt. Komm ich doch hier rum, oder nicht? Natürlich geht das. Komm hier. Schieß das Ding ab. Kann ich den Schrott nämlich einsammeln hier. Einmal. Ja. Der Pony am Weg. So. Und da wir ein bisschen Schrott schon wieder zusammen haben, können wir direkt schon mal das Auto noch ein bisschen updaten. Das hatten wir. Ich glaube, den Motor hatten wir auch. Den Auspuff hatten wir. Dann nehmen wir nochmal die Reifen. Oder nehme ich die Stoßdämpfer? Kann ich ja beides nehmen. Nehmen wir einmal hier Reifen. So. Und dann Stoßdämpfer. So. Liegt der Kahn direkt ein Stückchen höher.
Und dann nehmen wir die nächste Vogelscheuche. Diese da. Hallo. Muss ich da runter? Dann nehmen wir eine Abkürzung. Was hat denn? Ich war, glaube ich, mal eine Vogelscheuche. Weil jetzt keine mehr ist. Die ist kaputt. Was? Wo? Da oben? Tatsache. Lager im Alarmzustand. Was für ein Lager? Welches Lager denn? Das ist doch gar kein Lager. Schon wieder verkehrt. Sieh mal einer an, da hinten ist noch einer. Aua. Ja, das ist schön, da muss ich aber gar nicht hin. Ballert ihr da mal weiter. Ich komme dann mal später eben vorbei und gewöhne euch halt mal ab da. Da kann ich mir knalle. Durch dahin jetzt hinkommen. So. Nee, Schrott krieg ich nicht holen. Ich krieg ja eh ständig Schrott. Von daher macht das eigentlich gar nichts aus. So. Was haben wir denn noch? Da gibt es noch Schrott, da gibt es auch noch Schrott. Da gibt es überall einen ganz normalen Schrott, den brauchen wir nicht. So, ich glaube, das reicht erstmal. Was haben wir hier denn? Schrottcrew-Teile. Ja, ich glaube, die gehen wir mal holen. Dann können wir die nämlich direkt in der Basis updaten. Dann wird zumindest in dem Gebiet hier der Schrott automatisch eingesammelt, wenn ich da irgendwas kaputt mache. Das ist, glaube ich, nur für die Autos. Wenn man Autos zerstört, da wird automatisch dann eingesammelt. Was ja auch nicht verkehrt ist. Kolonnenroute, ja, aber nicht jetzt. Da brauche ich mehr Munition wieder für diese komischen Sprengdinger da. Da ist eine Vogelscheuche. Nehmen wir direkt mal mit. Dann vorbeigefahren oder was? Ne, ich musste wahrscheinlich hier ab. Ui. Ja, dann kommt mal. Ui, was ist er denn? Aua! So, hier, da hast du noch ein paar. Gute Nacht. Hier, noch ein. So. Hätten wir das. Da haben wir schon mal ein Bauteil, was ich haben muss. Achso, da muss ich noch zwei Teile von haben.
Okay, hier muss ich auch noch mal suchen. Nicht ja noch mehr rum. Hier haben wir noch mal Schrott rumhängen. So, ist der Suchbereich auch geklärt. So, und als nächstes würde ich dann sagen, da haben wir nochmal Schrottcrew-Teile. Da haben wir auch noch Schrottcrew-Teile. Ja, die müsste ich ja eigentlich mal einsammeln. Theoretisch gesehen. Aber ich beende die Folge dann mal wieder. Und dann sehen wir uns in der nächsten wieder. Bis dahin. Tschüss.